Ja, aller guten Dinge sind viele. Heute ist unser 300. Podcast und Ralf meint, das sei noch kein Grund zum Feiern. Ja, ich bin halt nicht so auf Feierlaune aus. Ich finde, jeder Tag ist ein Grund zum Wertschätzen dessen, was man hat. Jetzt die Freundin, der ich gerade telefoniert habe, deren jüngster 30-jähriger Sohn, der ist jetzt eine Herzoperation überstanden und ist auf eine Herztransplantation angewiesen, will aber, hofft, dass er noch heiraten kann dieses Jahr und vielleicht auch noch Familie gründen kann, aber eben alles in dem Bewusstsein, dass er eben nicht mehr so viele Geburtstage wahrscheinlich vor sich hat. Und das finde ich schon sehr, ernüchternd ist nicht der richtige Ausdruck, aber es bringt einem dann, oder mich jedenfalls, wieder auf mich selber zurück, wie wichtig das ist, dass das, was man hat, dass man das wertzuschätzen weiß und auch an den kleinen Dingen Freude hat. Ich hatte wieder so ein kleines Bücherpäckchen für Momox zusammengepackt zum Ankauf und für Ralf ist das eben so, wie hat du gesagt? So ja, jedes Mal ein neuer Abschied von meiner beruflichen Tätigkeit. Das gemacht natürlich hauptsächlich Reiseführer, die ich so als Muster hatte für die Kunden. Ich habe dann den Rest auch zusammengepackt, noch zur Bücherei gebracht, die sich also sehr gefreut haben, dass es jetzt so viele Reiseführer noch waren, die sie verteilen können. Und ja, vielleicht werde ich da auch mal einen Job haben, das weiß man nicht. Habe ich mich jedenfalls erkundigt und das war dann auch so ganz, ganz witzig, weil dann eben diese Leiterin dieser Filiale sagt, ich sagte ja, ich will einfach einen Job, weil meine ich bin jetzt zwar verrentet, meine Rente ist noch klein, die Rente meiner Frau ist groß. Da möchte ich mindestens größer. Ja, da möchte ich zumindest da doch ebenbürtig auch was zum Haushalt beitragen können. Und da sagte sie dann so schön, ja, und dann will sie bestimmt auch immer bestimmen. Ja, sage ich, so ist es. Und sie sagt, ja, bei ihr wäre das auch zu Hause, nur umgekehrt, da will der Mann immer bestimmen. Ja, wobei das mit dem Bestimmen, das wäre auch unabhängig, wäre die finanzielle Situation, auch wenn die auch anders wäre. Das stimmt. Das ist, hat das eine nicht zwangsläufig was mit dem anderen zu tun. Das ist ja auch ein Stück von deiner Lebensgeschichte, dass du dir eine Frau auserkoren hast, die, ja, zumindest in der Lage ist, auch alleine zurechtzukommen und zu bestimmen. Ja. Ja, und, nee, aber was mir noch dazu eingefallen war, dass wir ja als Kinder, wir sind von Haustür zu Haustür gezogen und haben dann gesammelt, haben geklingelt, haben gefragt, haben sie Flaschen, Gläser oder Altpapier, auch Lumpen haben wir gesammelt. Metall haben wir gesammelt, also so diese ganzen vielen kleinen Sachen, die haben schon einem das Gefühl gegeben, was Gutes tun zu können, um die Wiederverwertung und ja Weiterverwertung am Laufen zu halten. Und ich finde, das hat jetzt unabhängig von dem geringen materiellen Wert doch beachtlichen emotionalen Wert, etwas tun können, etwas weitergeben können. Ja, und das hast du auf deine Weise ja auch gemacht, indem du das mit der Bibliothek fragtest. Ja, die haben sich natürlich total gefreut, weil sie diese Führer jetzt gleich, es gibt ja mehrere Bibliotheken, hier aufteilen können. Und ja, die Freude, die war schon schön, die war schön zu spüren. Und da denke ich natürlich, den hätten wir ja auch vielleicht alles hingeben können. Jetzt hast du da stundenlang gepackt. Ja, stundenlang nicht, aber mindestens eine Stunde oder zwei Stunden. Und dann kriegt man dann am Ende 10 Euro für 10 Bücher.
für manche nur 15 Cent. Ne? Ja. Ich meine, 10 Euro ist natürlich auch Geld, will das ja nicht verneinen, aber nur steht das im Verhältnis zum Aufwand, ob wir nur diese 10 Euro haben oder nicht haben. Also die Frage stellt sich mir jetzt so nicht. Also genauso, wenn ich Sachen raussuche, die ich dann zu Carla bringe oder... Ja, da kriegst du ja gar nichts, das ja, ist richtig. Aber die kriegt man im Prinzip auch nichts, weil man ja am Packen ist, also wenn es umrechnet ist auf Stundensatz. Dann kommt es ins Negative. Ja. Nee, das ist ein eigener Wert, etwas, ja, auch die Information, dass es gebraucht wird, ne? Ich meine, du hast jetzt das... Ja, das finde ich eben so traurig. Ich hatte eben jetzt auch gekündigt dort im Verlag, aber nun scheint ja, wie auf der Börse, scheint ja plötzlich die Nachfrage nach Reiseführungen sprunghaft in die Höhe zu gehen. Weil natürlich jetzt alle Reisen, es waren ja viele Inlandsreiseführer, Berlin oder sagen wir Österreich, Wien war noch dabei oder München, die ist natürlich besonders sprunghaft, weil die Leute ja alle ein bisschen vielleicht noch zurückhaltend sind, ins Ausland zu fahren. Und das ärgert mich natürlich ein bisschen, dass man es vielleicht zu früh aufgegeben hat. Ich war ja nur noch fit genug, noch irgendwas zu machen. Wo zum Zeitpunkt, als ich es aufgegeben habe, muss ich auch sagen, da hatte ich jetzt irgendwie überhaupt keine Lust mehr. Es hing aber natürlich auch immer dran, dass da immer wieder neue Informationen kamen über Corona. Es ging immer hoch und ab. Ich meine, jetzt ist es natürlich auch schon wieder so. Wie heißt dieses neue Virus? Delta. Delta, was da immer mal ins Gerede kommt. Aber insgesamt scheint es ja doch, dieser Inzidenzwert auszuklingen und sich nahe auf Null zuzubewegen. Also mir ist was Handfestes lieber als solche spekulativen Sachen. Und für mich ist es leichter, bewusst nichts zu tun, als immer in der Hoffnung, es könnte ja mal wieder, der große Gatsby auftauchen. Ja, als großer Gatsby auftauchen, ich wäre schon längst unterwegs gewesen. Ja, und hättest du Corona eingefangen, dankeschön. Das ist doch deine Angst, wo hätte ich Corona, ich bin geimpft, hinten und vorne und was weiß ich. das bist du aber jetzt auch erst seit 2-3 Wochen. Ja, naja. Und dann muss man alle Jubeljahre sich wahrscheinlich wieder und du weißt, wir hätten jetzt in einer neu Woche impfen können. Und die Leute sind alle ganz euphorisch oder freuen sich jetzt auf, dass wieder Touristen kommen. Da hätte man sicherlich einiges machen können oder haben vielleicht auch noch ihre Gelder. Aber ist nun auch Schnee von gestern, es ist jetzt vorbei. Und ja, auf zu neuen Ufern. Ja, weiß ich nicht, wo diese Ufer sein sollen. Ich sehe sie noch nicht. Vielleicht sehe ich mich eher mitten auf dem Ozean verloren. So. Hm. Muss man dann die Delfine und die Wale zu dir schicken, dass sie dich retten. Ja. Nee, das ist schon, bei dir spüre ich schon so diese Traurigkeit. Meine Devise ist immer noch das, was man macht, mit Herzen zu machen. Also man kann auch mit Herz und Verstand sich öffnen für das, was jetzt gerade ist und das Spekulieren mal anderen überlassen. In dem Sinne. Baba.